Hallo zusammen, in meinem heutigen Video zeige ich euch, wie man diese Sneakersocken strickt. Und alles, was ihr sonst noch dazu braucht, findet ihr wie immer auch unter meiner Videoanleitung. Für die Socken habe ich 6 fädrige Sockenwolle genommen und ich stricke mal gerne mit einem Bambusnadelspiel. Solltet ihr Wolle haben, die so einen Farbverlauf hat, ist es wichtig, sich zu merken, wo da der Anfang ist. Je nachdem muss man etwas wickeln, damit die beiden Socken so ungefähr gleich angefangen werden. Und als erstes eine Schlaufe machen. Dann müssen wir die Maschen anschlagen. Ich zeige das nochmal. Und ich zeige das nochmal etwas langsamer für alle, die jetzt nochmal anfangen wollen zu stricken und das schon mal etwas länger her ist. Überhaupt braucht man für Strümpfe zu stricken eigentlich nur zu wissen, wie man rechts und links strickt und die Maschen anschlägt. Hier sollte man darauf achten, dass der kurze Faden ungefähr einen Meter nach einem liegt. Dann kommt man auch aus mit den Maschen, die man aufnehmen möchte. Meine Socken werden die Größe 39-40 haben und ich brauche dafür 44 Maschen, muss aber eine mehr aufnehmen, um das Ganze nachher zusammenzustricken. Man bekommt auch öfters mal so Größentabellen, aber hier muss man sich das ausprobieren. Je nachdem sind das andere Nadeln, die man benutzt, ob das dann wirklich die Maschenanzahl ist, die man braucht. Die erste Masche wird einfach runtergenommen. Und dann wird der Bund erstmal in eins rechts und eins links gestrickt. Auch hier nochmal kurz in langsam, damit man sich nochmal ein bisschen dran erinnern kann. Und beim Stricken mit einem Nadelspiel ist es am besten, die Maschen immer so gleichmäßig wie möglich auf die Nadeln zu verteilen. Außerdem braucht man eben beim Strümpfestricken immer eine Zahl, die durch 4 teilbar ist. Und da ich nicht gerne mit links anfange bei 1 rechts, 1 links, verteile ich mir die Maschen 10, 12 und 10 und 12 auf meinen Nadeln, damit ich dann immer mit rechts anfangen kann. So, und hier ist die letzte Masche, das ist die 45. Masche. Die nehme ich, um das Ganze zusammen zu stricken. Dafür schön darauf achten, dass die Maschen unten gerade liegen. Und dann wird die letzte und die erste Masche zusammengestrickt. Dann hält das auch ein bisschen besser. Und nicht verzagen, gerade am Anfang ist das mit dem Nadelspiel so ein bisschen Murks, würde ich jetzt bald sagen. Und es sieht wahrscheinlich noch schlimmer aus hier an der Kamera, aber das ist, weil ich dann am liebsten mit der Nase da drauf gehen würde und aber ein bisschen weiter wegstricken muss. Aber nicht verzagen, also selbst die, die noch nicht mit dem Nadelspiel gestrickt haben, so schlimm ist das gar nicht. Und wenn man mal ein paar Reihen gestrickt hat, geht das auch alles viel besser. Und da das Sneakersocken sind, brauchen wir noch einen kurzen Bund. Ihr könnt euch noch hier mit so einem Maschenmarkierer markieren, wo der Anfang war. Und erstmal 5 Reihen, 1 rechts, 1 links stricken. Und da ich ja 4 Reihen von der einen Nadel noch auf der anderen Nadel hatte, muss ich also meine Maschen erstmal jetzt nochmal sortieren. Also wieder entweder 11 Maschen auf jede Nadel aufbringen oder halt eben so wie ich dann halt 12 und 10 und 12 und 10. Und so ist man dann auch sicher, dass man hier, wenn man an den Maschenzähler dran ist, mit der ersten Reihe anfängt. Ja, und nach den 5 Reihen fürs Bündchen kommen jetzt 2 Reihen, die werden glatt rechts gestrickt. Und weil ich ja unterschiedliche Anzahlen an Maschen auf den Nadeln hatte, verteile ich mir die jetzt nochmal gleichmäßig, so dass ich dann wirklich zum Beispiel nach der ersten Runde auf jeder Nadel die gleiche Anzahl Maschen habe.
Also in meinem Beispiel ja 11, aber das hängt ja dann auch von eurer Größe ab. Wichtig ist es auf jeden Fall, bevor man die Ferse beginnt, dass wirklich auf jeder Nadel die gleiche Maschenanzahl ist. Ja, und weil das ja Sneakersocken sind, fängt man im Endeffekt dann schon nach 7 Reihen mit der Ferse an. Und dafür wird die erste Nadel und die zweite Nadel zusammen auf eine Nadel gestrickt. In meinem Fall habe ich dann 22 Maschen auf einer Nadel. Also das ist hier das, was ihr jetzt für die Ferse braucht. Und das zählt auch schon als erste Reihe. Dann dreht man das Ganze. Und wenn man mit links beginnt, den Faden immer vor der Masche legen und dann einfach die Masche abnehmen. Und dann wird die Reihe in links gestrickt. Das wäre dann die zweite Reihe. Das Ganze wieder drehen. Wenn man rechts abstrickt, den Faden nach hinten, also bei links nach vorne, bei rechts nach hinten, die erste Masche abnehmen und dann glatt rechts stricken und glatt links. Und so strickt man dann erstmal so viel Reihen, wie man Maschen auf dieser Nadel hat. Also ich habe 22 Maschen, muss also 22 Reihen immer links und rechts stricken. Und wichtig ist hier wirklich darauf zu achten, dass man richtig immer die Maschen abnimmt, auf der linken Seite und auf der rechten Seite, so dass man eben so eine Art Masche an der Seite hat. Und wenn man die richtige Anzahl Reihen gestrickt hat, dann sieht das Ganze schon mal so aus. Wie gesagt, ihr habt da diese Maschen an der Seite. Hier hat sich eine Masche verabschiedet, die kommt aber mit drauf. Und jetzt muss man die Maschen aufteilen für die Fersenkappe. Da kommen links und rechts jeweils dieselben Maschen. Ich nehme immer gerne in der Mitte zum Beispiel 8 und habe dann bei 22, also links und rechts 7. Wenn ihr jetzt zum Beispiel weniger Maschen habt, ist aber immer wichtig, dass die in der Mitte, dass man da die meisten Maschen hat und dass man links und rechts die gleiche Anzahl Maschen hat. So, jetzt werden erstmal die ersten 7 Maschen gestrickt. Man sieht das jetzt noch nicht so gut, weil man jetzt erstmal eben 7 Maschen strickt, dann die 8. Dann habt ihr also noch 7 Maschen hinten drauf. Da wird die erste Masche runtergenommen, die 6. Masche quasi gestrickt und dann die eine über die andere Masche geholt. Und das ist so, dass man dann da auch einen schönen Abschluss hat, genau wie auf der anderen Seite. Dann dreht man das Ganze, wichtig auch hier, wieder richtig abnehmen, 8 Maschen stricken. Und hier wird dann eine Masche von dem verbleibenden 7 und die 8. Masche zusammengestrickt. Dann bleiben also da jetzt noch 6. Dann dreht man das Ganze wieder, strickt dann also wieder 8 Maschen. Nimmt also dann wieder die letzte Masche von den 8 einfach so runter, strickt dann die erste Masche und zieht die andere dann so rüber. So dass man dann wieder in der Mitte 8 Maschen hat und jeweils dann eben auf der linken und auf der rechten Seite der Masche dann jeweils die Maschenanzahl verringert.
Und dadurch, dass man die letzte Masche dann immer so rüber nimmt und so drüber zieht, hat man dann eben auch hier dasselbe wie auf der anderen Seite, so wie, ja, wie eine kleine Masche, sodass das dann eben schöner aussieht. Und man strickt so lange, bis man dann alle Maschen links und rechts weg hat und in der Mitte nur noch 8 Maschen überbleiben. Hat man natürlich jetzt zum Beispiel 18 Maschen, dann teilt man das ja auf 6, 6, 6. Dann müssen natürlich dann zum Schluss eben in der Mitte halt eben die 6 Maschen überbleiben. So sieht das Ganze aus und dann habt ihr schon mal diese Kappe und dann habt ihr links und rechts einen schönen Abschluss. So, und jetzt strickt man dann weiter glatt rechts. Und muss ich jetzt die neuen Maschen aus den Reihen, die man nach oben gestrickt hat, neu aufnehmen. Und dann macht es sich ganz gut, dass ihr wirklich dann in das gestrickt da so reingeht und jeweils dann eine Masche neu aufnehmt. Das geht nicht immer so ganz einfach. Manchmal fluppt der Faden so weg. Und ich muss hier 11 Maschen aufnehmen und die Anzahl Maschen, die man dann aufnimmt oder nehmen muss, ergibt sich dann wiederum von der Anzahl Maschen, die man vorher auf den Nadeln hatte. Also ich habe ja immer 11 Maschen auf jeder Nadel gehabt, habe 22 Reihen gestrickt, kann also 11 Maschen wieder aufnehmen. Und so muss man das eben der jeweiligen Größe anpassen. Die anderen zwei Nadeln werden wieder glatt rechts gestrickt. Und dann werden auch auf der anderen Seite 11 Maschen neu aus dem Strick aufgenommen. So, nochmal nachzählen, dass man sicher ist, da sind 11. Dann ist die erste Masche ein bisschen schwierig zu stricken, aber nur weil die da so eng anliegt. Und jetzt kann man sich wieder die Maschen auf den Nadeln besser verteilen. Oben waren ja 8, also bekommt jede Nadel 4 Maschen nochmal zurück. Dann nehme ich auch hier die 4 Maschen zurück auf die erste Nadel. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Dann kann ich mir diesen Maschenmarkierer mal abmachen und mache mir den jetzt da oben rein, damit ich weiß, dass ich im Endeffekt da jetzt die Runde neu beginne. So, dann wird eine Reihe glatt rechts drüber gestrickt. Ja, und nach der einen Reihe beginnt man dann Maschen zusammen zu stricken. Das ist ja quasi der Spann und im Moment sind ja 15 Maschen auf meiner Nadel und am Ende möchte ich da nur noch 11 Maschen drauf haben. Dafür die Nadel schon mal normal rechts abstricken und die letzten beiden Maschen, die werden zusammengestrickt. Und das funktioniert heute nicht so richtig. Und man sieht das noch ein paar Mal im Video, dass die Maschen sich nicht zusammenstricken lassen wollen. Die anderen beiden Nadeln werden auch normal rechts gestrickt. Und auf der vierten Nadel strickt man dann die ersten beiden Maschen zusammen. So hat man also jetzt dann 14 Maschen. Auch hier sind 14 Maschen. Und darauf folgt wieder eine ganze Reihe glatt rechts.
Ja, und so macht man das so lange. Es sind ja dann viermal muss man das Ganze abnehmen, in meinem Fall, sodass ihr dann wieder zum Schluss dieselbe Maschenzahl habt wie auf den anderen Nadeln. Und wie gesagt, immer eine Reihe wird immer die letzten zwei zusammengestrickt und die ersten zwei. Und dann wird eine ganze Reihe glatt rechts drüber gestrickt. Durch dieses Zusammenstricken habt ihr jetzt also erstmal wieder 11 Maschen auf jeder Nadel und ihr habt hier so eine kleine Schräge für den Spann, damit die Ferse dann auch gut sitzt. Ja, und damit hat man auch den schwierigsten Teil, die Ferse gestrickt, und jetzt strickt man das Ganze glatt rechts so lang, wie der Fuß ist. Ich nehme mal gerne, dass ich so weit stricke bis zu dem kleinen Zeh. Und jetzt werden die Rundungen der Zehen ausgearbeitet. Dafür nimmt man auf der ersten und zweiten und auf der dritten und vierten jeweils Maschen zusammen ab. So sollte das Ganze zum Schluss aussehen. Dafür ist es wichtig, dass man eben sich das Zeichen gemacht hat, dass da die erste Nadel ist. Also man strickt glatt rechts die erste Nadel. Dann strickt man von den letzten drei Maschen die zwei ersten zusammen, strickt dann die letzte alleine ab. Auf der zweiten Nadel strickt man die erste Masche und strickt dann die Masche 2 und 3 zusammen. Der Rest wird wieder glatt rechts gestrickt. Genauso macht man das mit der Nadel 3 und 4. Also auch da wieder von den letzten drei Maschen die ersten zwei zusammenstricken, dann die letzte alleine stricken, auf der vierten Nadel die erste Masche alleine stricken und die anderen zwei zusammenstricken. Darauf folgt jetzt wieder eine Reihe glatt rechts. Und so nimmt man dann immer weiter die Maschen ab. Wichtig ist also immer nach einer Reihe, wo man die Maschen zusammenstrickt, kommt immer eine Reihe glatt rechts. Nach ein paar Reihen sieht man dann schon, dass die Maschen auf den Nadeln weniger werden. Und wenn man das jetzt zusammenlegt, dann sieht man schon, dass da diese Rundung ausgearbeitet wird. Und das Ganze strickt man so weit, bis man nur noch 3 Maschen auf jeder Nadel hat. Und hier wird keine Reihe glatt rechts mehr drüber gestrickt, sondern jetzt werden direkt die Maschen abgemascht. Und dafür strickt man eine Masche, dann eine zweite und die erste Masche wird dann über die zweite so drüber gezogen. Und so macht man das mit jeder weiteren Masche. Und um die letzte Masche schön abzumaschen, dann holt man sich einfach nochmal aus den Gestrick eine neue Masche, kann dann auch die letzte Masche über die andere Masche drüber ziehen. Dann ist man schon fertig mit dem ersten Strumpf. Ja, und das oben muss natürlich noch vernäht werden. Wichtig ist, dass ihr diese Naht, die ihr habt von den Rundungen von dem Zeh, dass die auf der Seite von dem Strumpf ist. Mit einer einfachen Nadel wird das Ganze oben dann noch zugenäht. Ja, und dann muss ein zweiter Socken genauso gestrickt werden. Da also dran denken, dass ihr möglichst mit demselben Farbverlauf anfangt. Ja, und damit ist mein Video am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und ihr habt, gerade weil nicht so schönes Wetter ist, Lust noch Socken zu stricken.
Denkt dran, jeden Freitag kommt ein neues Video von mir raus. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dürft ihr das natürlich gerne tun. Also bitte einmal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und munter. Bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Tschö.